haben wir die Dancing Queen hier aus, ich muss sagen, passend, oder? Heute zum wunderschönen Ball. Wie geht's dir heute? Sehr gut. Also es ist natürlich ein besonderer Tag. Ich habe wirklich über meinen Schatten gesprungen und mich dem Motto des Balles angepasst und bin in Pink als ewiger Schwarzträger. Aber ich glaube, ich werde in den Blumen untergehen. Wenn ich neben den Blumen stehe, siehst du mich nicht mehr. Ist das tatsächlich, wie das bekannt geworden ist bei der Pressekonferenz? Hast du da gedacht, ah verdammt, es wird doch nicht das andere Kleid? Ich hatte auch ein schwarzes, aber es wurde das Pinke. Herrlich. Worauf freust du dich besonders? Was macht denn den Opernball aus für dich? Ich muss ehrlich sagen, der Blumenschmuck ist wahnsinnig cool. Und ich hatte ja mit Richard Lugner Tanzstunden. Das heißt, ich werde seinen Tanz beobachten und schauen, ob da auch wirklich alles stimmt. Sehr schön. Das heißt, er ist schon ganz aufgeregt, weil er mit der Frau Pressel tanzen wird, oder? Er hat mich heute angerufen und hat gesagt, kannst du mir nochmal zur Sicherheit die Schritte erklären? Heute um 15 Uhr. Also er nimmt es scheinbar ernst. Ja, schön. Das heißt, es wird vieles geboten werden. Wie kritisch geht man daran, wenn man die anderen tanzen sieht? Oder fieberst du da eigentlich mit, auch Tanzschulbesitzerin, gerade bei den Jungen, bei den Debütanten? Ja, man weiß, wie nervös Debütanten sind. Man weiß, das ist der Abend für sie. Sie ist so richtig, du machst die Stricheln im Kalender und ja, man fiebert mit und man wünscht ihnen alles Gute.